Die folgende Product Placement freie Sendung wird Ihnen präsentiert von Puke Duke Vanilla Cinnamon Flavored Beer und jetzt neu Döner Flavor. Heute bei Valulis sieht fern. Eine Zeitreise zu den Game-Shows der 90er Jahre. Susanne, Sie sind dran. Ich heiße Claudia. Der Reportagewahnsinn auf deutschen Autobahnen. Oh, wow. Den schnappt man, den packt man. Und wie das Privatfernsehen selbst Excel spannend macht. Mein Name ist Philipp Valulis. Fernsehen macht blöd. Aber auch unglaublich viel Spaß. Willkommen zurück bei Galileo mit einem echten Hingucker. Gibt es die Formel für das perfekte Dekolleté? Ja, das ist doch mal eine interessante wissenschaftliche Frage. Schauen wir uns an, wie Galileo diese beantwortet und vor allem, wie sie den Beitrag machen. Mit dem Begriff Dekolleté ist der gesamte sichtbare Bereich vom Hals bis zum Brustansatz gemeint. Diese Spalte heißt Busen. Begriff erklärt, genug mit schnöder Theorie. Raus auf die Straße zu einem Test mit Leuten wie du und ich. Wir schicken Zwillinge auf Männerschau. Bei Sandra im Dirndl haben wir nachgeholfen. Also mir gefällt das besser, weil ich auf mehr Brüste stehe. Nach Begriffsklärung und Dekolleté-Präsentation ist nun etwas Zeit für Forschung. Als akademisches Feigenblatt wird eine Kulturwissenschaftlerin bemüht. Wenn wir die Entwicklung des Dekolletés betrachten in der Kostümkunde, dann kann man sehen, dass im frühen Mittelalter nicht von Dekolleté die Rede war. Aber der Halsausschnitt war ganz entscheidend. Und der Halsausschnitt, der wanderte im Grunde genommen immer weiter runter. Und damit sind wir bei ein paar Grafiken, die die gesamte Dekolleté-Geschichte in 30 Sekunden runterreißen. Außerdem wird der Beitrag durch einzelne Kapitelüberschriften strukturiert. So wirkt es übersichtlicher. Und der Zuschauer ahnt, auch wenn mich das jetzt gerade überhaupt nicht interessiert, in einer Minute kommt der nächste Punkt. Tja, was ist denn jetzt perfekt? Dieser Modefotograf dient dazu, ein unterhaltsames Gimmick einzubauen, die schnelle Vergrößerung der Brust per Software. Bringt dem Zuschauer jetzt allerdings wenig praktischen Nutzen, deshalb gibt's noch einen Verbrauchertipp. Dieser spezielle Push-Up-BH soll Sandras Oberweite üppiger gestalten. Für diese Brustgröße ist das hier das perfekte Dekolleté. Die Brust ist komplett benutzt. Wir haben das ganze Material eingebaut in diesen BH. Und somit sind 7 Minuten zum Thema Dekolleté durch. Es war unterhaltsam und kurzweilig. Doch was haben wir gelernt? Eigentlich nur ein paar Infos, die auch auf eine hässlich gestaltete PowerPoint-Präsentation passen würden und mit denen wir beim nächsten Smalltalk glänzen können. Tiefgang hatte der Beitrag so viel wie eine Nussschale in der Nordsee. Aber auf der anderen Seite, genau das ist Galileos Stärke. Denn mit diesen Elementen kann man nämlich das langweiligste Thema unterhaltsam gestalten. Sogar Excel-Tabellen. Es ist die größte Excel-Tabelle der Welt. Sie ist eine der beeindruckendsten Mysterien des 21. Jahrhunderts. Doch wie extrem ist Excel wirklich? Und wie hauchen wir einer so spröden Sache wie Tabellenkalkulation Leben ein? Ganz einfach mit einer schönen Frau. Unsere Reporterin Maya macht den Test in Excel Extrem. Hier im Statistikerverein Potsdamer Prozentfreunde treffe ich den Experten, der für den wissenschaftlichen Anstrich dieses Beitrages extrem wichtig ist, und den Erfinder der größten Excel-Tabelle der Welt, Professor Dr. Bernhard Birnbaum. Diese Tabelle hat über 5 Millionen Zeilen, 26 Millionen Spalten und 3 Millionen Makros. So eine Aufzählung soll beeindruckende Superlative liefern, um unser Thema extrem und aufregend wirken zu lassen. Ja, für dieses Hobby muss man schon ein bisschen verrückt sein. Wie groß ist denn die Tabelle? Weil das Fernsehen ja immer Bilder braucht und damit Sie sich's besser vorstellen können, haben wir hier einmal 0,0001% der Tabelle ausgedruckt. Würde man die komplette Tabelle auf DIN A4 Seiten ausdrucken, dann würde der Papierstapel dreimal so hoch sein wie der Eiffelturm. Und würde man alle Größenvergleiche, die jemals in einer Sendung gemacht wurden, aneinander hängen, dann würde es eine Strecke von der Erde bis zum Mars ergeben, wenn man den Weg über den Bullshit-Berg und vorbei am Zuschauer nimmt, der sich Zahlen nur durch Vergleiche vorstellen kann. Die Tabelle ist wirklich unglaublich beeindruckend. Ist es möglich, dass ich das mal selber bediene, so stellvertretend für den Zuschauer? Naja, da müssen Sie erstmal einen Kurs machen, ansonsten ist das viel zu gefährlich. Das ideale Stichwort für uns, um ein paar Wissenshäppchen einzustreuen, die der Redakteur schnell zusammengegoogelt hat. Falsch bediente Tabellenkalkulationen haben in der Geschichte schon sehr viel Unheil angerichtet. Denken wir nur an große Excel-Planungskatastrophen wie die Hamburger Elbphilharmonie oder den Berliner Flughafen.
So, und ich bin jetzt bestens vorbereitet, die größte Excel-Tabelle der Welt zu bedienen. Aber das mache ich natürlich nicht im langweiligen Büro, sondern an einem emotionalen, aufregenden Ort. Hier steht die größte Achterbahn der Welt. Oder zumindest die größte in der näheren Umgebung. Es muss halt immer irgendwie extrem sein. Unsere Moderatorin ist überzogen aufgeregt und lässt das den Zuschauer auch wissen. Ich bin so aufgeregt. Das ist das Extremste, was ich seit langer Zeit gemacht habe. In einem wissenschaftlich mehr als fragwürdigen, aber spektakulären Stunt wird Professor Birnbaum nun Maya per Funk die Daten übermitteln, die sie in voller Fahrt eingeben muss. Zur Erinnerung, die Tabelle hat 5 Millionen Spalten und 25 Millionen Zeilen. Noch nie war ein Beitrag so extrem, so groß, so bla 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 bla. 3, 2, 1, go! Okay, als erstes die Reisekosten, Mehraufwendungen, 43,95. Haben Sie das, Maya? Jetzt der Faktor für den Vorsteuerpauschbetrag. 21,20. Abzugsfähige Instandhaltung, 0 Euro! 0 Euro! 0 Euro! Nach 5 Runden ist es geschafft. Das langweilige Thema Excel wurde dank optisch ansprechender Moderatorin, lockerem Experten und einer beliebten Freizeitattraktion emotional und unterhaltsam präsentiert. Also Professor Birnbaum, wie habe ich mich denn geschlagen? Also Sie hatten 10.812 raus, richtig wären 10.813 gewesen. Wow, beinahe. In der Mathematik gibt es kein beinahe, da gibt es nur richtig oder falsch. Der Weltrekord ist gescheitert und die Potsdamer Prozentfreunde sind am Boden zerstört. Nun müssen sie eine neue Redaktion finden, die sich für ihr wahnwitziges Hobby interessiert. Doch genug mit dem Privatfernsehen. Was hat denn die ARD dem als Wissensmagazin entgegenzusetzen? Ritter hatten es nicht leicht. Edel sollten sie sein und stark genug, um zu kämpfen. Manchmal kam es auch zu Duellen im Wasser, zum Beispiel in Flüssen. Die Frage ist, was passierte, wenn sie da in voller Montur baden gingen? Das wollen wir hier an diesem wunderschönen Pool heute herausfinden. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Ihr hoffentlich auch. Ja, wir sind sehr gespannt. Was denkst du, Birgit? Ich fürchte das Schlimmste, ehrlich gesagt. Ich auch. Doch zuerst erfreuen wir uns an einem Intro, das einen übergroßen Brokkoli präsentiert und diesen Mann, der sich auf einem Stuhl unter der Treppe dreht. Ich meine, wer kommt denn auf so eine Idee? Das ist nicht lustig. Jeder vierte Mitarbeiter bei den Öffentlich-Rechtlichen leidet unter diesem Zwang. Ja. Bei Planet Wissen können wir einen Ritterrollenspieler kennenlernen, der im Anschluss an den Film als Studiogast hilft, Sendezeit zu füllen. Die Filme werden über diesen Touchscreen gestartet, der die Reaktionszeit eines Deutsche Bahn-Fahrkartenautomaten aus den 1990er Jahren hat. Eine kleine Planet Wissen-Zeitreise. Die Sendung geht eine Stunde und folgt in ihrem Aufbau einem recht klaren Prinzip. Die Moderatoren befragen den Gast. Es folgt ein Film über Rittermanieren in Form von Pappanimationen. Es wird wieder mit dem Gast geredet. Es folgt ein Film mit alten Zeichnungen. Der Gast hat plötzlich Locken bekommen und ist jetzt Historiker. Es folgt altes Archivmaterial. Es wird wieder mit dem Gast geredet. Für die Top 5 wurden ein paar neue Bilder gefunden. Der Historiker ist immer noch da. Es wird ein weiterer Animationsstil präsentiert. Der Gast weist auf seinen Zug hin, den er noch erwischen möchte. Und die Außenreporterin klettert auf ein Pferd und wird von diesem aus in den Pool geworfen, während die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft gar genau sich langweilt. Jetzt ist das ja so. Wenn bei Galileo ein Beitrag über Ritter läuft und mich das nicht interessiert, dann weiß ich, dass der nächste Beitrag über was komplett anderes geht. Wogegen bei Planet Wissen ich mich dann für eine Stunde langweilen muss. Und um täglich eine Stundensendung zu füllen, da muss man schon ganz schön tief im ARD-Archiv nach Beiträgen graben. Wenn dann auch noch der Gast langweilig ist, dann bleibt bei mir eigentlich genauso viel hängen wie bei Galileo. Leschs Kosmos im ZDF ist zwar auch monothematisch, dafür aber nur 30 Minuten lang und nur eine Sendung pro Monat. Und auch wenn es da mal um schwierige Themen geht, man versteht es. Leschs Kosmos wirkt wie das Interpretationsheftchen zur Wissenschaft, was zu einem großen Teil auch am Moderator liegt. Man ahnt jetzt schon, wie die Augen des Physikers immer größer und größer werden. Magnetfelder, Kristalle, die auf Magnetfelder reagieren. Lockere Wissenschaftler zu finden ist schwierig. Was man sehr gut am Telekolleg sehen kann, das ist die Frontalunterrichtssendung auf ARD Alpha. Die Attraktivität der Sendung kann man eigentlich sehr gut mit diesem Ausschnitt zusammenfassen. Diese arithmetische Folge fällt.
jetzt unsere geometrische Folge. Und wo wir schon bei Grafiken sind, das hier ist das breite Spektrum der Wissenschaftssendungen. Das geht von Galileo bis hin zum Telekolleg. Das Telekolleg vermittelt viele Fakten und auch viel Kontextwissen, also Wissen, wie die Dinge zusammenhängen. Bei Lesch wird es dann schon etwas weniger, ja, bis dann bei den Privaten alles doch etwas dünner ist. Und Achtung, jetzt wird's spannend. Denn der Spaß und die Unterhaltung, die eine Sendung bietet, die verhalten sich genau entgegengesetzt. Es gibt also grob gesagt drei verschiedene Stufen, wie Wissen im TV präsentiert wird. Und die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Stufen sieht man am besten, wenn es sich um das gleiche Thema handelt, wie zum Beispiel Killerviren. Hat die dendritische Zelle den Erreger in der Phagozytose interzellulär zerkleinert und in Lymphknoten die Antigene am MHC präsentiert, ja, dann treten die T-Helferzellen in Aktion. Oh, Sie sind noch dran? Wer sich mit Ebola infiziert, der stirbt höchstwahrscheinlich. Die ersten Symptome sind Schwäche, Fieber und Muskelschmerzen. Und jetzt ist er bei uns im Studio, Martin Weinberger, einer der bekanntesten Wissenschaftsautoren und Preisträger des Goldenen Dialysegerätes 2013. Wer sich mit Ebola infiziert, der stirbt höchstwahrscheinlich, ja. Doch wie, liebe Zuschauer, funktioniert eigentlich unser Immunsystem? Unser Immunsystem besteht aus großen roten Dragees, die bei einer Auflösung von 400 mal 300 Pixel ins Gegenlicht wabern und bereits in gefühlten 400 Beiträgen davor gezeigt wurden. Herr Weinberger, als Studiogast müssen Sie Zusammenhänge erklären, dem Zuschauer einen Zugang bieten, aber dürfen nicht langweilen. Wie funktioniert denn das? Nun, leider gar nicht. Zum Glück haben wir einen weiteren Aspekt gefunden, den wir mit einem Einspielfilm beleuchten können. Keime in Krankenhäusern. Schlimm, schlimm, schlimm. Täglich eine Sendung machen, da sind längere Gesprächsstrecken natürlich sehr praktisch. So kann man wunderbar Zeit füllen. Killerviren. Sie sind eine der tödlichsten Gefahren des 21. Jahrhunderts. Aber sind sie so neu? Bereits im 14. Jahrhundert forderte der Schwarze Tod 25 Millionen Todesopfer. Doch kann das sein? Oder sind die Überlieferungen ein Fake? Wir wollen es wissen und machen den Fake-Check. In einer U-Bahn-Station beginnen wir, Menschen mit dem Pesterreger zu infizieren. Wenn das wirklich stimmt, dann müsste sich die Krankheit von dieser Person aus rasend schnell auf andere Menschen übertragen. Doch schon nach wenigen Versuchen die Ernüchterung. Niemand infiziert sich. Nur eine Person erleidet einen Anfall, weil sie auf Bullshit-Experimente allergisch reagiert. Die Geschichte mit der Pest ist also ein Fake. Bei vielen dieser Beiträge steht der Reporter vor der Kamera und versucht, dem Zuschauer neue Erkenntnisse zu vermitteln. Jetzt kommt man aber mit so einer riesengroßen Kamera sehr schwer an die wirklich schockierenden geheimen Bilder heran. Dafür muss der Reporter dann schon undercover gehen. Sieht das nicht lecker aus? Doch wenn man weiß, wie so ein Burger in manchen Filialen zubereitet wird, dreht sich einem der Magen um. Fleisch wird stundenlang warm gehalten. Rohe Zutaten liegen weit mehr als 8 Stunden ungekühlt in der Küche. Team Wallraff ermittelt. Namensgeber Günther Wallraff kann nach Jahrzehnten des investigativen Journalismus und wegen seines fortgeschrittenen Alters eher auf dem Gebiet der Kaffeefahrten und Seniorenpflege undercover gehen. Ja, und deshalb schickt er junge Redakteure verdeckt in das Unternehmen. Natürlich muss der Redakteur erst einmal an dem dort herrschenden Zeitdruck scheitern. Nur circa 20 Sekunden hat man für einen Burger laut Produktionsplan. Ich finde, sie werden ziemlich lieblos zusammengeklatscht. Nicht nur die Arbeitsbedingungen sind kritisch. Mit den Haltbarkeitsgrenzen der Zutaten nimmt man es auch nicht so genau. Und was müssen wir machen, wenn das dann 14 Uhr ist? Mit Wechseln sind nicht die Zutaten gemeint, sondern die Etiketten. Die Haltezeit wird einfach um weitere 4 Stunden verlängert. Außerdem werden die Arbeitsverträge durchleuchtet, Gewerkschaftler präsentieren die neue Warnwestenkollektion und in den genommenen Proben finden sich Darmbakterien. Das hat schon den Trend eigentlich von einer Toilette. Das Ergebnis dieser Sendung waren ein veritabler Imageschaden für Burger King und zeitweise geschlossene Filialen. RTL konnte sich dagegen als Hort des investigativen Journalismus präsentieren. Dabei sah es in der RTL-Sendung Undercover Boss noch ganz anders aus.
In dieser Woche nimmt der Fastfood-Konzern Burger King am Undercover-Boss-Projekt teil. Geschäftsführer Andreas Borg will eine Woche lang vor Ort mitarbeiten, unerkannt. Also schleicht er sich undercover in die Filialen. Am Anfang stellt er sich etwas ungeschickt an, doch eigentlich ist bei Burger King natürlich alles super. Das Burgermachen funktioniert besser. Umso entspannter kann er sich darum kümmern, seine Mitarbeiterin kennenzulernen. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 2 Kinder. Ich auch. Ach, wie schön. Wir sehen eine Stunde lang, wie der einfühlsame Geschäftsführer verständnisvolle Gespräche führt und die hohen Hygienerichtlinien umsetzt. Zwischendurch heißt es immer wieder Hände waschen. Jawohl. Und dann drüber und dann noch einmal abwischen und dann noch einmal die Hände. Tja. Und so haben sie innerhalb von nur 3 Jahren beide Extreme des Fernsehens erlebt. Von der wohlwollenden Lobhudelei und Firmen-PR bei Undercover Boss bis hin zum Investigativjournalismus von Team Wallraff. Und beides bei RTL. Was schön zeigt, wie flexibel ein Sender mit seiner Haltung sein kann. Und weil die Sat.1 Entwicklungsabteilung immer ein waches Auge auf RTL hat, dauerte es auch nur ungefähr 2 Stunden, bis es auch Sat.1 mit so einer Sendung versucht hat. Jetzt hat Akte-Reporter Daniel Lange seinen großen Auftritt. Er jagt die Schlepper-Mafia quer durch Europa. Lange undercover. Und dafür hat er einen 5-Minuten-Crash-Kurs im Betroffen auf die Kamera zugehen gemacht, diesen nicht bestanden und ein Textlein auswendig gelernt. Sie wollen der bitteren Armut in ihren Heimatländern entfliehen und träumen von einem besseren Leben in Deutschland. Doch hier werden sie ausgebeutet und als Billigarbeitskräfte gehandelt. Wer steckt hinter diesem System? Wer organisiert den Nachschub? Und wer profitiert letztendlich an der Armut dieser Menschen? Lange packt an, fährt nach Bulgarien, findet einen Schlepperbus und greift zum ultimativen Selbstversuch, um die Schmuggler zu stoppen. Er fährt mit. Seine Eindrücke hält er in einer Art Videotagebuch fest. Ja, wir sind jetzt hier gerade an der Grenze zur Slowakei und ich habe die Gelegenheit genutzt und bin mal ausgestiegen. Jetzt werden gerade die Papiere überprüft und irgendwas passiert den Grenzbeamten nicht. Allerdings nahm Sat.1 die Sendung heimlich aus dem Programm, denn Moderationen von Reporter Lange wurden in Berlin nachgedreht. Das wäre jetzt nicht besonders schlimm, allerdings erweckte er bei diesen Szenen den Eindruck, er wäre bei seinen Recherchen vor Ort. Daniel Lange bestreitet es auch gar nicht, sieht die Schuld aber bei seinen Redakteuren, die unter Zeitdruck eben unsauber gearbeitet haben. Da lobe ich mir doch die sympathisch gestellten Reportagen von Kabel 1. Hallo, Lebensmittelüberwachung, stumm ist mein Name. Saja, hallo. Ich habe eine Verbraucherbeschwerde. Verbraucher hat hier Hackfleisch gekauft und davon Übelkeit, Erbrechen, Durchfall bekommen. Wir haben mit Hackfleisch gar nichts zu tun. Um Hackfleisch zu verkaufen, muss ein Sachkundenachweis vorhanden sein und ich bin nicht im Besitz von einem Sachkundenachweis. Wie praktisch. Der Ladenbesitzer hat bei der unangekündigten Kontrolle nichts gegen eine Kamera in seinem Laden und ist bereits mit einem Mikrofon ausgestattet. Das muss auf jeden Fall ein Irrtum sein. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, gut. Das kann auch sein. Ich würde das einfach noch mal nachhaken. Doch so einfach lässt er sich nicht abspeisen. Der pfiffige Kontrolleur hackt einen Plan aus. Er schickt jemand anderen rein, um Hackfleisch zu kaufen. Wie kann ich Ihnen helfen? Was darf sein? Ich wollte eigentlich Hackfleisch haben, aber ich sehe jetzt gar keins mehr. Hackfleisch kann ich Ihnen machen. Ach wirklich? Ja, natürlich. Ja, das wäre lieb. Dann 300 Gramm, halb und halb? Ja, selbstverständlich. Wenn Sie sich kurz gedulden, kein Problem. Ich komme gleich wieder. Bereitet er etwa in einem Hinterzimmer unerlaubt Hackfleisch zu? Tada, da ist es, das Hackfleisch. Ohne Sachkundenachweis. Sauerei. Jetzt ist der kölsche Arm des Verbraucherschutzes nicht mehr zu stoppen. Durch eine List verschafft er sich Zutritt zum Hinterzimmer, ermittelt akribisch und findet es: Hackfleisch im Kleiderschrank. Doch dann bemerkt der Inhaber, dass er in eine Falle getappt ist. Was schnüffeln Sie hier rum? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Bei Ihren privaten Sachen das ohne ist Kühlung. Privateigentum. Das ist privat. Das wird gewerblich genutzt. Das alles wirkt so abwegig und gestellt, dass eigentlich nur ein Schluss bleibt. Das ist ein Fake. Doch der Abspann verrät, dass es diese Fälle wirklich gab. Und sie eben nur schlecht nachgespielt wurden. Dann doch lieber die Reportagen, die ganz normale Ordnungshüter begleiten. Wie zum Beispiel Zivilfahnder auf der Autobahn. Staatsgewalt in ihrer massentauglichsten Form. Zu Beginn ein dramatisierter Ausblick auf den gleich gezeigten spektakulären Polizeialltag. Das ist über 1 Kilo. Alter, das ist nicht meins. Ich kenne mich mit dem Zeug noch nicht mal aus. Keine Ahnung, ob das Weed ist, Shit, Schneewittchensgang, 00 oder mehr 550. Keine Ahnung, Mann. Wobei man bei der Vorschau nicht übertreiben und immer bei der Wahrheit bleiben sollte. Tatort Autobahn, die typische Reportage. Die A43 zwischen Plözen und Dagelfurt. Eine der viel befahrenen und damit gefährlichsten Autobahnen Deutschlands. Beliebt bei Schmugglern, Rasern und Kamerateams von windigen Produktionsfirmen. Wir begleiten 2 Zivilfahnder auf Streife. Diese Strecke hier ist sehr unfallträchtig.
eine Unaufmerksamkeit und es kracht. Dafür haben wir das Auto mit billigen Kameras vollgestopft, um wirklich aus jedem Winkel filmen zu können. So kommt allerdings auch unser Kameramann auf der Rückbank ins Bild. Doch der möchte nicht gezeigt werden und wird daher einfach gepixelt. Wenn wir Glück haben, sind die Polizisten locker drauf und erzählen unterhaltsame Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag. Wir sind ja in Zivil unterwegs und manchmal glaubt uns der Bürger nicht, dass wir von der Polizei sind. Aber ich mache dann immer, Führerschein her oder wir schicken dich in einem Container nach Kuala Lumpur. Heute ist auf der Autobahn so wenig los, dass man darauf Fußball spielen könnte. Was uns aber nicht von dem Satz abhält, es dauert nicht lange, bis den beiden Zivilfahndern der erste rücksichtslose Raser auffällt. Oh, wow, wow, wow. Den schnappen wir uns, den packen wir uns. Es folgt eine sogenannte Textbildschere. Das heißt, der gesprochene Text passt hier nicht zum Bild. Der Raser wird routiniert rausgewunken. Sie wissen schon, warum wir Sie rausgezogen haben, hier mein Kollege. Entschuldigung, ich musste eine Hoteleröffnung in die Parkstraße und danach muss ich die Schlossallee gentrifizieren. Ich habe einfach keine Zeit. Wenn Personen nicht im Fernsehen gezeigt werden möchten, müssen wir sie pixeln. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, beziehungsweise will vor der Polizei nicht verdächtig wirken. Also können Sie das ruhig zeigen. Doch Polizeiobermeister Brandner macht eine Entdeckung, die den Verdächtigen in arge Bedrängnis bringt. Davon weiß ich nichts. Außerdem den Prozess, den habe ich gewonnen. Wir müssen bei diesen Statements hier immer aufpassen, dass es verständlich bleibt und uns nicht irgendwelches Beamtendeutsch rausrutscht, wie zum Beispiel Demobilisierung, Verfassbrief und Fesselzange. Nicht zu vergessen, der ordnungsliebende Zuschauer möchte sehen, dass die Übeltäter einer gerechten Strafe zugeführt werden. Das war jetzt mal aufregender als immer diese ungesicherten LKW-Paletten, was? Leider hat man als Reporter nicht immer so ein Glück. Dennoch möchten wir davon abraten, Spektakuläres wie Falschfahrer selber zu provozieren. Abgeschlossen wird die Reportage mit einer Bilanz und dem typischen Satz, der ganz normale Wahnsinn auf deutschen Autobahnen. Nächste Woche bei Tatort Autobahn. Haben Sie etwas getrunken? Nein, nein, nein. Nur ein Gläschen Prosecco. Es ist wieder soweit. Es sind die 90er und auf Sie wartet eine der vielen billig produzierten Game-Shows, die verklärterweise Kultcharakter genießen. Willkommen zu Welche Dauerwerbesendung hätten Sie denn gern? Aufgezeichnet in einer uninspirierten Pappdeko mit Kandidaten, die heute kein zielgruppenorientierter Programmchef mehr vor die Kamera lassen würde. Und hier ist er, Ihr geliebter Moderator, der in circa 4 Jahren keine Sendung mehr haben und sich dann in Talkshows über den Verjüngungswahn aufregen wird. Ja, willkommen, liebe Zuschauer zu Hause an den Empfangsgeräten und natürlich hier bei uns im baufälligen Studio. Ja, und was sehe ich da? Wie immer haben wir bezaubernde Kandidaten, ja. Küss die Hand, schöne Frau, und spüre meinen Bart. Ja, und das können Sie heute gewinnen. Diesen Haufen Elektroschrott, dessen tolle Eigenschaften ich schnell runterleiere und den vom Hersteller aufgeschriebenen Slogan vortrage, Blauspecht weiß, was Frauen wollen, nämlich klare Geschlechterrollen. Das alles hat einen Wert von 850 D-Mark, zumindest laut Hersteller. Aber damals haben diese Preise die Leute eben noch vom Hocker gehauen. Da war es das kleine Glück, nach dem die Leute strebten. Heute müssen es ja Millionengewinne sein. Werner, mein Lieber, vielen Dank. Da ist der Whisky. Die Spiele haben wir wahlweise aus dem Kindergarten übernommen oder von einem Trickbetrüger geklaut. Susanne, Sie sind dran. Ich heiße Claudia. Natürlich Claudia. Wie könnte ich nur Ihr bezauberndes Gesicht vergessen? Ich bin so aufgeregt. Macht nichts. Kommen wir gleich zu den Gewinnen. Welche abgesetzte 90er-Jahre-Gameshow hätten Sie denn gerne? Bube, Dame, höre ich. Das ist das lustige Kartenumdrehen mit einem Moderator, dessen Humor jetzt wohlwollend als Special Interest bezeichnet werden kann. Fast jeder zweite Deutsche glaubt an Schutzengel, dass er einen Schutzengel hat. Jeder dritte weiß es sogar genau. Und jeder vierte glaubt, wenn er Alkohol getrunken hat, könne er auch fliegen. Für den Zocker hätten wir Geh aufs Ganze im Angebot. Hier können Sie mit Haarpflege und Schnauzermodel Jörg Dräger um bunte Umschläge und tolle Preise zocken. Tor 3, bitte auf. Der Designerstuhl Zinkbig von Renner, nur für Leute, die nicht von der Stange wohnen wollen. Genießen Sie 100%ige Sitzwonne in der halben Sitzwanne. Das Model ist natürlich nicht im Preis enthalten. Doch Vorsicht, überall lauert der Zong. Oder wie wäre es mit der Preis ist heiß? Ein dicker Holländer präsentiert absolute Traumpreise. Ja, wer zu spät kommt, bestraft das Leben, sagte schon der Gorbatschow. Und jetzt hier sage ich, gut aufgepasst, hier kommt Ihr Preis. Ein Briefkasten.
Diese Sendung ist ideal, wenn Sie Heringsfilet nach Hausfrauenart oder Taschentücher auf einem Produktrad rotieren sehen wollen. Und wenn Ihnen das zu bunt ist, dann empfehlen wir das Glücksrad. Sowohl Studio-Deko als auch Publikum in angenehmem Grau gehalten. Freuen Sie sich auf die anspruchsvolle Wortsuche. Dann hätte ich gern noch ein I. Wollen Sie den restlichen Vokal auch noch einsetzen oder wollen Sie mir die Lösung sagen? Dann würde ich noch kaufen, dann kaufe ich noch ein U. Ein U. Damals liefen diese Sendungen bei den Privaten täglich und waren ein Riesenerfolg. Die Zuschauer waren sogar so begeistert, dass sie eigene Songtexte geschrieben haben. Ich habe diesen Text also wahnsinnig gerne gemacht, weil ich jede Sendung gesehen habe und habe die Musik gehört. Und als der Aufruf kam, habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben. Toll. Um diese Arbeit zu würdigen, hat sich Sat.1 nicht lumpen lassen. Es wurde Mama Zaubertroll engagiert, um diesen Song mit Schwung und in einer einzigen Kameraeinstellung zu performen. So viele Preise, so viel Glück. Warum waren diese Sendungen also so erfolgreich? Naja, zum einen, die Regeln sind unglaublich einfach. Wie viel kostet dieses Produkt und welches Wort suchen wir? Heute kommen Gameshows mit Regelwerken daher, die komplexer sind als die iTunes-AGB. Ein weiterer Grund waren die Moderatoren. Sie stellten das dar, was sich die Durchschnittshausfrau in den 90er Jahren wohl erträumt hat. Die charmanteste Dame im Studio, Paula, hey! Eine komische Zeit, aber bitte sehr. Die Herren sind komplett weg vom Fenster. Nur die Damen wie Barbara Schöneberger oder Sonja Kraus haben sich gehalten. Also im Fernsehen. Sonja Kraus, die TV-Moderatorin, ist bekennende Heimwerkerin. Tja, und so manche Gameshow-Stars, die hat es richtig hart getroffen. Herr Schabowinski, bitte die 19. Diese klassischen Game-Shows, die täglich und vor allem tagsüber liefen, sind alle weg. Wenn sie überhaupt auftauchen, dann eigentlich nur noch in Form irgendeines obskuren Promi-Specials, wie zum Beispiel das Familienduell. Ja, Bett, die Hütte brennt. Gute Stimmung in der Weihnachtszeit. Krasses Studio, perfekt und makellos, so wie die Promis. Ich hab dir was mitgebracht. Im Sauerland trinkt man ja immer lecker Bierchen. Ach ja. Und dann noch die CD von meiner Nichte Kate Eaton. Gerade bei den klassischen Game-Shows sind Prominente doch unglaublich öde. Und ja, ich schaue auch dich an, Lucy von den No Angels. Und dich, Matthias Steiner. Diesen glattgebügelten Profis fehlt der Charme von normalen Kandidaten, die mitfiebern und die auch mal Fehler machen. Nennen Sie eine Berufsgruppe, die in Krimis häufig der Mörder ist. Der Täter. Das Interessante ist ja, manche Gameshows wie Familienduell oder Ruckzuck hatten schon ihr Comeback, das jetzt mehr oder weniger erfolgreich war. Wenn man sich das genau anschaut, dann kann man daraus einen Koeffizienten ausrechnen. Also das heißt, die Laufzeit einer Sendung geteilt durch die Zeit der Abwesenheit der Sendung vom Bildschirm. Dieses wunderbare Konstrukt möchte ich den Walulischen Revival-Koeffizienten nennen oder kurz und praktisch der Walulische Revival-Koef. Wenn ich diesen Koeffizienten jetzt auf andere Gameshows übertrage, dann können wir sogar ganze Revivals vorhersagen. Glücksrad sowie alles oder nichts sind in den nächsten 1 bis 2 Jahren fällig. Und Geld oder Liebe müsste eigentlich dieses Jahr noch kommen. Das sind sehr renommierte Ergebnisse. Und das war's für heute. Fernsehen macht blöd, aber auch unglaublich viel Spaß. Bis nächstes Mal.